Hey Jo, ich grüße dich. Heute geht es ein bisschen in die Business-Richtung. Wenn ihr mich erkennt, wisst ihr, ich liebe es, selbstständig zu sein und bin das auch schon seit vielen Jahren auf verschiedenen Bereichen. Und auf Instagram schreibt ihr mir manchmal. Nein, nicht nur manchmal, sondern immer wieder, und das freut mich natürlich. Und gerade Mütter, die von zu Hause aus arbeiten oder selbstständig werden, finde ich einfach wahnsinnig toll und die mag ich und liebe ich zu unterstützen. Weil es kommt doch einiges auf einem zu. Zu Beginn legt man mal los und dann kommen schon die ersten Probleme. Wie finde ich Kunden? Was mache ich besser? Wie kann ich das anders machen? Und so möchte ich zwischendurch einfach mal so einige Seiten von denen ja, durchnehmen und mit dir oder euch besprechen, was könnte diese Mama vielleicht noch besser machen? Was ist gut? Was wäre vielleicht hilfreich? Vielleicht Tipps? Also heute schauen wir uns. Ich habe es nur schwarz-weiß ausgedruckt. Ich drucke immer schwarz-weiß. Ich bin Sparfuchs. Und das so am Rande. Also nimm einen Laserdrucker. Das ist am günstigsten, billigsten. Der trocknet nicht ein, auch bei heißem Wetter nicht. Laserdrucker gut. Schwarz-weiß reicht völlig. Ich habe irgendwo alles immer schwarz-weiß. Farbig bestelle ich. Also wenn ich was Farbiges brauche oder einen farbigen Flyer oder so, kommst du billiger, wenn du das online bei einer Online-Druckerei bestellst, als wenn du die Farben selbst zu Hause hast, immer wieder erneuern musst und ja, das so am Rande. Business von zu Hause muss ja günstig sein. Das ist immer wichtig, dass du die fixen Kosten tief hältst. Und so Druckerpatronen sind teuer und brauchen Zeit und Lagerraum und dann ist wieder eine Patrone leer. Dann musst du zuerst eine neue bestellen oder du bestellst schon früher eine, dann tust du die ins Regal und irgendwann findest du die nicht mehr, dann hast du wieder zu viel Geld ausgegeben. Also Laserdrucker, schwarz-weiß erreicht vollkommen. Gut, wir schauen uns heute Bose Art Design an. Und da bin ich eben schon beim Namen. Ich kann ja eigentlich schon Englisch. Also natürlich nicht so gut wie andere, ich bin kein Sprachentalent, aber seit 25 Jahren bin ich am Englisch lernen. Ich bin immer noch nicht der Hirsch, aber ich habe es vom Business her, vom Geschäftlichen her, ich mache ja Importe von den Philippinen, muss ich natürlich alles auf Englisch abwickeln. Aber ich bin nicht gut, trotzdem verstehe ich es, aber mit diesem Namen auf dem deutschen Markt, das einfach vorneweg, finde ich wahnsinnig schwierig. Bose. Weißt du, was ist ein Bow? Ein Bow ist eine Schleife, eine Fliege. Es hört sich natürlich cool an, hört sich toll an, aber da würde ich mir Gedanken machen über diesen Namen. Auch was Google betrifft, wenn jemand wirklich nach einer Fliege sucht, dann wird der nicht den englischen Namen eingeben, sondern den deutschen Namen. Außer du bist auf dem englisch sprechenden Markt zu Hause, dann ist natürlich klar. Sonst wirklich sehr rudimentär fahren auf Deutsch. Ich sage es bei vielen Dingen. Es gibt tolle, lässige, amerikanische, englische Namensbildungen, aber wenn das niemand weiß oder nicht danach googelt, wird es einfach noch schwerer sein, dass man dich überhaupt findet, dass du überhaupt zu den ersten Verkäufen kommst, weil du einfach nirgends präsent bist. Daher ist, wenn du auf Deutsch berichtest, auf Deutsch verkaufst, nutze immer deutsche Namen, neue deutsche Benennungen. Das andere, du kannst das Bow Art Design immer noch als Unterframe nehmen. Ja, dass halt wirklich die Fliege im Hauptwort vorhanden sein sollte, auch wegen der Suche. Es tönt halt nicht spektakulär, aber muss es ja doch auch nicht. Du möchtest ja verkaufen. Du kannst ja nachher, wenn du ein Brand aufgebaut hast oder wenn du eine Community hast, kannst du das immer noch abändern. Dann bist du nicht mehr so angewiesen, vielleicht auf Neukunden, dass man dich findet oder so. Aber mit den Keywords. Ich denke mal, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber geh mal schauen bei Google AdWords, wenn du die Keywords suchst, ob wie viele Leute suchen das Wort Fliege. Handgenähte edle Herrenfliegen. Qualitativ sehr hochwertig und wunderschön. Das sind Fliegen. Fliegen. Ich finde das spannend, ich finde das toll und es gibt sicher Anlässe, wo man das anziehen soll. Eben, ich würde mit dem Namen immer aufpassen, was du wählst, dass das im Google gefunden werden kann. Dann, was ich tun würde, ist persönlicher zu halten.
Hey, da gibt es viele tolle Geschichten und ich habe dir das schon persönlich auch geschrieben. Mit Fliegen kannst du doch tolle Geschichten machen. Wann hat das Kind das letzte Mal eine Fliege getragen? Oder wann freut sie sich, wenn es Geburtstag hat oder eine Taufe ist, eine Hochzeit ist? Was ist die Geschichte zu der Fliege? Ich würde da wirklich mehr mit den Menschen arbeiten, dass man die Fliege sieht bei der Person, bei Kindern. Das geht jetzt hier hauptsächlich, glaube ich, auf Kinder, auf kleine Herrschaften, dass das viel mehr in dem Vordergrund steht. Denn irgendeine Fliege kaufen, das kann ich ja überall. Also nicht überall, ich glaube mittlerweile vielleicht nicht mehr so überall. Aber das ist handgenäht, das ist mit Herzen gemacht. Das hat einen Grund, warum du das machst. Wo ist dieser Grund? Warum hast du dich für das entschieden? Das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, dass das rüberkommt. Warum habe ich damals mit Nardias begonnen, mit dem Kokosnussöl? Ich könnte einfach ein Händler sein. Nein, nur ein Händler, das ist eine ganz andere Schiene. Wenn es dein Herzensprojekt ist, dann bring das rüber. Und zwar bei jedem Post, das du machst. Oder auch wenn du anderweitig unterwegs bist, bei Facebook oder so. Bring immer wieder, warum dir das so wichtig ist. Was ist das Schöne daran? Was macht den Unterschied aus? Ich bin so weit weg. Für mich braucht es wirklich ein paar Stufen, bis ich so eine Fliege kaufen würde. Aber wenn ich sehen würde, wie du das einsetzt im Alltag, wie die Menschen Freude haben, was das Besondere ist, was schon das Besondere ist beim Stoff auswählen, warum nimmt man diesen Stoff? Einfach, dass die Emotion, das Gefühl rüberkommt. Ich glaube, dann hast du es viel einfacher, das zu verkaufen. Und dann wirst du auch viel mehr weiterempfohlen und auch mit dem Weiterempfehlen, wenn du einen einfachen Namen hast, dann kann ich gut am Stammtisch oder wenn ich da am Badestrand bin oder auf dem Spielplatz, Kinderspielplatz, du musst dich ja immer in die Situationen versetzen, wo deine Kunden sind und die sind vielleicht eben auf dem Spielplatz und spricht diese Mutter zur anderen Mutter und sagt, hey, ich habe für die Hochzeit meiner Schwester habe ich eine Fliege bestellt bei Bose Art Design. Okay, der andere kann kein Englisch. Bose Art, was ist das? Und wie schreibt man das? Nur schon, wie schreibt man Design? Design, dann musst du buchstabieren. Dann geht die Person oder die Mutter nach Hause, geht das Google, macht einen Schreibfehler, findet es nicht, findet wahrscheinlich eine andere Seite, eine, die nur auf Werbung basiert ist, die genau auf das wartet, dass du einen Schreibfehler eintippst. Und dann auf diese Umleitung landest und dort dann deine Fliege kaufst. Hauptsache, du hast dann eine Fliege. Nein, du willst dein Brand, dein Marketing aufbauen, was von dir ist. Warum trägt es deine Handschrift? Hast du selber Kinder? Hast du Nichten? Warum bist du auf die Idee gekommen? Was ist das Spezielle, dass ich bei dir eine Fliege kaufe? Warum kann ich das nicht im Einzelhandel kaufen? Hält die nicht so lange? Ist die qualitativ halt wirklich schlecht oder nicht schön? Vielleicht ist das eine spezielle Passform. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das sind einfach Dinge, die ich wichtig finde, dass man die gut rüberbringt. Dann hast du den ersten Kunden. Arbeite mit deinen Kunden ganz, ganz fest aktiv. Also jeder einzelne Kunde oder Interessent, du probierst jeden Tag 5, 10, 15, 20 Menschen aufzuschreiben auf einer Liste. Ganz, ganz aktiv. Du gehst auch jeden Tag raus mit Posts, bist aktiv, bist auf Foren unterwegs, wo Hochzeiten sind. Du kannst auch mit Hochzeitsfotografen zum Beispiel, Wedding Planners, also die Hochzeitsplaner, mit Gemeindemitarbeiter, ich weiß nicht, wo man überall Fliegen kauft, aber mach dir eine Liste. Wo, für was kaufen die Fliegen für die Kinder? Für einen Kindergeburtstag, Hochzeit, Taufe, weiß ich nicht was. Und dann überlege, wer ist dort Ansprechpartner, mit wem könntest du dort zusammenarbeiten, damit diese Person dich da reinbringen kann. Du kannst ja auf Kommissionsbasis arbeiten, du kannst ja, okay, jeden Kontakt, den du mir vermittelst, machen wir das und das ab. Am besten zu Beginn, wenn du neu startest, immer mit Gegengeschäften, also nicht, dass du Geld in die Hand nehmen musst und das bezahlen musst, sondern dass ihr euch ergänzt und sagt, oh, ich gebe dir dafür das, du gibst mir das, damit wir beide wachsen und was voneinander haben. Und dann dokumentierst du diese Geschichte. Du musst kein Werbefachmann, Fachfrau sein, sondern dokumentiere einfach, wie kommt dein Kunde zu dir oder das Kind oder die Mutter, wie wählt die Fliege aus? Du kannst ja das gut mit Video festhalten,
was du ihr erklärst, erklärst du uns allen auch parallel. Du kannst Live-Veranstaltungen, Live-Videos schalten auf Facebook, Instagram, wie auch immer. Dokumentiere das, was du deinem Kunden verkaufen möchtest oder anbieten möchtest, warum der oder die diese Farbe oder diese Variante wählen soll. Und so gehst du immer weiter, bis der Anlass da ist. Das wird alles dokumentiert und dann am Ende gibt es schöne Fotos, schöne Videos. Ja, und glückliche Menschen dank deiner Fliege. Das ist so, mit der Dokumentation musst du nichts Neues erfinden. Du musst nicht überlegen, was könnte ich sagen, wie könnte ich das machen. Du musst nur dokumentieren, deine Verkäufe dokumentieren. Und dann hast du Interessenten, vielleicht haben die Fragen. Nimm jeden Kontakt auf, schreib die auf. Ich sage dir, das ist das A und O, dass du eine eigene Liste hast. Ob das nun die Handynummern sind, E-Mail-Adresse, Facebook-Kontakte, wo ihr euch verknüpft, egal. Aber du brauchst einfach diese Anschriften oder Nummern für dich später oder auch jetzt, um damit zu arbeiten. Das waren Leute, die mal interessiert sind. Und das sind Fans nachher von dir. Und die werden dich weiterempfehlen. Und denen solltest du immer wieder Updates geben. Das muss nicht jeden Tag ein Update, sondern zwischendurch oder wieder mal eine neue Idee oder es ist die neue Saison, momentan ist diese Farbe in, wie wäre das? Oder es geht doch nicht immer nur um Verkäufe, sondern du berätst nachher deinen Kunden. Du hast vielleicht ein Nachfolgegeschäft und vielleicht ergänzt du auch etwas mit deinen Fliegen. Ich habe jetzt nicht alles angeschaut, was du machst. Aber vielleicht hast du nachher eine Alternative. Warum könnte man wieder mal eine neue Fliege kaufen? Was macht einen Unterschied aus? Oder dass du jetzt neu mit einer Kollegin zusammenarbeitest, die Hemden nicht, keine Ahnung, ist jetzt wirklich nur, dann empfiehlst du vielleicht das Hemd dazu oder einen Fotograf dazu. Du könnt einfach such nach Möglichkeiten, aber nicht einfach zu verkaufen, sondern wirklich einen Nutzen deinen Interessenten oder deinen Kunden, Kundinnen wieder weiterzubringen. Und so hast du irgendwann, deine Adressliste wird wachsen. Und du arbeitest einfach damit. Es braucht einfach Zeit. Es braucht wirklich zu Beginn Zeit. Also entweder hast du wahnsinnig viel Geld und haust das raus mit Werbebudget auf Google, Facebook und so. Aber auch da wird es wahrscheinlich schwierig sein, um die ersten Verkäufe zu machen. Du musst wirklich im Kleinen beginnen, gut dokumentieren, gut erzählen, dass es den Leuten bleibt, dass sie die Freude sehen, wie du Freude hast an diesen Fliegen. Den Namen würde ich eben noch anschauen, das ist einfach so eine Idee. Mehr Emotionen reinbringen, mehr Kindergesichter reinbringen, wie die aussehen mit Fliegen. Und dann klappt das nämlich wunderbar. Das ist einfach mal so ein Start, wo ich beginnen würde, mit dem zu arbeiten. Immer nachher mit dem Kunden zu arbeiten, nachzufragen, wie war es, was war gut. Konntest du mich vielleicht weiterempfehlen? Dürfte ich vielleicht vorbeikommen? Vielleicht kannst du bei einer Veranstaltung mal einen kleinen Stand aufstellen. Du gehst vorbei. Einfach ungeniert, aber wichtig ist, dass du Kontakte hast. Kontakte, Kontakte. Wenn du größer werden möchtest, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt in Produktion, ich habe jetzt da meine Fliegen, die einzelnen Fliegen und jetzt suche ich mir eine Firma, die das für mich herstellt, da hast du nachher natürlich größere Produktionsmengen, dann hast du natürlich auch wieder andere Abnehmer und dann gehst du halt die an, dann gehst du wirklich Geschäfte an, du gehst jeden Tag 2 bis 5 bis 10, ich weiß nicht, einfach so viel wie möglich, schreibst du eine E-Mail an info@ und diese Firma, ob du dich vorstellen dürftest, was sie dazu meinen, ob sie sowas schon mal in Betracht gezogen haben, frag, aktiv rausgehen. Das gehört zum Selbstständigsein. Du kannst wenigstens den Weg selber suchen, wie du aktiv rausgehen möchtest, das, was zu dir passt und das dokumentierst du. Und so hast du bestimmt einen guten Start. Also, und sonst, bitte, meine lieben Zuhörer, wenn ihr jetzt die Seiten von ihr anschaut, gebt doch auch noch Tipps dazu. Was fällt dir ein, wenn du Fliegen hörst? Hast du schon Erfahrungen damit? Was fehlt dir? Was hättest du gerne? Wie könnten wir dir helfen, dass sie da einen guten Start hinbekommt und Freude hat? Weil es ist wirklich nichts Schöneres, als wenn du selbstständig von zu Hause aus dein eigenes Geld verdienst. Aber es braucht einfach ein bisschen was. Und für das gibt es ja eine Community, die einander hilft. Weil es gibt immer wieder etwas, was der andere hat und der andere nicht. Also verkaufen wir doch so und arbeiten so und wachsen so zusammen. Das macht Spaß und Freude. Bis dann wieder. Danke dir. Tschüss.